Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf YouTube und Twitch. Wir gehen rein in einen nagelneuen Run, God of War 2018. Wir sind jetzt auf dem Tacho genau einen Monat und einen Tag vor dem Release von God of War Ragnarök. Ne, am 9.11. soll es soweit sein. Wir starten circa einen Monat davor nochmal einen neuen Run, um die Liebe zu erneuern und auch ready zu sein. Mein Kater wird das Ganze wieder für euch hochladen. Deshalb Liebe und Kuss an Raphael. Ihr habt es euch tausendfach gewünscht, diesen Run. Wir legen jetzt los. Spätzle mit Soße. Ich bin giga-hyped. Wir haben hier Samstagabend 19 Uhr auf dem freien Mann und werden eine dicke, gottlose Session machen. Ein absolutes Meisterwerk. Ich spiele auf meinem NASA AMD Gaming PC in saftigen, knaftigen Einstellungen am PC mit einem PlayStation 5 Controller. G steht für gönnen. Legt die Füße hoch. Eine gute Zeit. Ich wünsche euch was. Wir spielen auf Herausforderung. Das ist quasi schwer. Ne? Man könnte God of War spielen, aber man kann da nicht mehr zurückstellen. Und God of War ist gerade am Anfang ziemlich, ziemlich schwer, weil alle Gegner gefühlt, ja, 20 Schläge aushalten, dich aber mit 2 töten. Das macht keinen Spaß und das kann zu Frust führen. Ich würde sagen, Herausforderung ist the way to go. Nicht zu leicht und nicht zu schwer. Und schon sind wir drinne in der Olga. Wir werden alles besuchen vom Spiel. Wir werden die Walküren auch machen, die ja optional sind. Wir werden Weltenrisse besuchen. Wir werden die Schmiede besuchen. Wir werden auch Nebenmissionen machen. Wir werden das Spiel ausziehen bis auf die Unterhose. Wir werden alles sehen. Wir werden uns alles anschauen. Dafür bin ich Gamer. Es wird kein Platin-Run. Ich werde nicht alle Sammelgegenstände einsammeln. Also nicht Odins Raben und so. Weil welche im Chat fragen, wie Magen. Ja, ich mach Cam gleich wieder an. Entspannt euch mal. Genießt die Zwischensequenz. Hab ein. Steig jetzt in das Boot. In 10 Jahren sieht Elotrix auch so aus. Bruder, imagine. Würde ich nicht nein sagen. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Ich muss gleich mal gucken, ob meine Blickempfindlichkeit alles schnell genug ist. Junge. Das reicht aus. Auf Englisch immer. Boy! Die gezeichneten Bäume dem Fluss aufwärts folgen. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk ich weiter darüber nach. Wir werden später auch noch erfahren, was genau anders ist. Ah, Flashbang! Ich habe mich so auf diesen Playthrough gefreut, Chat. Wir haben ja gesagt, ungefähr einen Monat vor dem neuen spielen wir es. Für die Leute, die es sich auch mal auf dem PC holen wollen, ich hau euch mal ganz oben einen Link zu meinem Partner Instant Gaming rein. Da gibt es den Lachs eigentlich ja, für einen guten schmalen Taler bei Steam, falls ihr euch das auch noch holen wollt vor dem Ragnarök-Release. Ah.
Na, wir spielen auch hier kurz zeigen. Wir spielen auch mit dem absoluten maximalen Settings. Da würde ich sagen, sind die Frames für auch mehr als gut. Und ich bin mal gespannt, was die Valkyren mit mir anstellen werden. Ich habe auf jeden Fall die ein oder andere Horrorszene noch im Kopf. Besonders bei der Königin. Die hat mir ein bisschen den Popo versohlt. Wird Valakrise. Wann wird das auf YouTube kommen? Wahrscheinlich legt der Cutter morgen schon los. Ja, der Baldur-Kampf wird gleich lecker. Für die Leute, die das Game noch nicht kennen, Chat. Wir werden in der ersten Stunde schon so einen geisteskranken Bossfight haben. Der hat mich damals so aus dem Leben geschossen, wie gut dieser Fight war. Und das zum Spielstart, dann wusste ich schon, was für ein Meisterwerk mich erwartet von Spiel. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. Wir haben gerade erst angefangen für die Leute, die jetzt erst einschalten. Ungefähr 5 Minuten drinne. Schon rufen sie nach mir. Wir spielen auf schwer. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Soll ich Untertitel anstellen, Chat, oder ist euch so lieber ohne? Digga, so ein Giga-Chat, wie er da an der Tür steht. Bruder, ich habe so Angst, dass er mir eine auf die Fresse haut. Wie er da gerade stand, Mann, wie in so einem Horrorfilm. Holy shit, Alter. Sie ist bereit. Okay, ohne Lenk nur ab. Ich hab das immer gerne an, dass falls, wenn ich rede, ihr den Text nachlesen könnt. Bruder, das Game sieht so geisteskrank gut aus. Ich komme nicht klar. Pipi in den Augen. Finde nach Hause. Du bist frei. Der Start vom Spiel besser als das ein oder andere komplette Spiel, was man so kennt. Nächstes Mal vielleicht früher voll fallen lassen, neben den Aal. Tut mir leid. Das war gerade die Mutter, die wir aufgebettet haben, ja. Timko, danke für die 5 Naschis. Gönnt mein Nippie eine Bombe. Danke für die 5er-Sub-Bomb. Gerne nochmal nachschauen, Chat. Vielleicht ist der Prime-Sub ready. Twitch Prime und in ihr. Die supportende Unsterblichkeit rein. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Ich werde auch noch, liebe Zuschauer, sowohl im Twitch-Chat als auch auf YouTube, ich werde auch noch versuchen, dass ich hier mein Setup upgrade, dass ich mit meinem Cutter eine Möglichkeit finde. Ich streame das Ganze ja trotzdem in 1080p auf Twitch und ich werde versuchen, das Ganze noch separat zu capturen.
Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Und dem Cutter einzeln hochzuladen, dass die Qualität auf YouTube dann annähernd an die 2K kommt. Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, machen viele. Weil falls ihr das nicht wusstet, wenn man auf YouTube Videos in 2K hochlädt, bekommt man einen besseren Encoder, heißt das. Das bedeutet, wenn ich ein Video in 1080p aufnehme, aber auf 2K rendere, warum tun wir das jetzt? Sieht das Video, ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst, trotzdem besser aus auf YouTube, wir zum Berg auf? Wenn ich es in 2K hochlade. Ganz von dir ab. Jage. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich weiß nicht, ob es sich hier lohnt, schon alles abzusuchen. Ich glaube, das machen wir nachher. Warum kein 4K? Weil 4K wiederum zu ressourcenhungrig ist. 2K ist da der gute Mittelweg aus Qualität und Frames. So, ich guck kurz, ob meine Cam oder so im Weg ist. Ah, scheiße. Das Zeug ist genau unter dem XP. Vielleicht move ich alles nach links. Sollt schon sehen, wenn ich was aufhebe. Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Sehen Sie sich mit R um, drücken Sie Option, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Hack! Silber. Das war nicht im Weg, ne? Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Vielleicht so? So müsste passen. Ich dachte, er droppt jetzt gute Mutter, einen Mutterspruch. Boy. Allein dafür muss man das Game irgendwann mal auf Englisch spielen. Boy. Was in dem Game auch so geil ist, man kann richtig viel erkunden und Ressourcen finden. So, jetzt müsste es passen, oder? Ja, perfekt. Jetzt ist nichts im Weg hier. Ich gehe mal da vorne nachsehen. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Hier lang, Junge. Tap. Oh. Halt, Hirschspuren. Frisch. Hier lang. Frisch. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Was ich an dem Spiel auch so Hammer finde, ist, wie sich das Verhältnis von Kratos zu seinem Sohn während der Story so festigt und auch verändert. Das finde ich mit das Beste an dem Spiel. Wunderschön. Schon ein bisschen Hacksilber auf Tasche, Mensche. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Leviathan-Axt ausrüsten. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Da ist er. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Der strenge Boss.
first. Nein, fight. Du bist nicht bereit. Bleib zurück. Und allein die Stelle ist so crazy, wenn man die auf God of War Schwierigkeit spielt. Schau mal, wie viel Leben der hat. Auf Herausforderung. Weil man hat am Anfang ja noch keine Kombos, keine Fähigkeiten, keine Runen. Nix. Bin auch mal gespannt, was so die Frames machen werden. Wenn mal richtig viele Gegner oder richtig viele Effekte am Start sind. Ne, der Sohn kämpft jetzt aktiv noch nicht mit, aber er warnt uns immer, wenn Feinde uns angreifen außerhalb unseres Kamerawinkels. Auf Ehre. Wir werden so geile Fähigkeiten freischalten, um das Kampfsystem uns zu vereinfachen. Es gibt sehr viel, was möglich ist. Kann ich eigentlich die Axt wegpacken? Ja, kann ich schon am Anfang. Aber die haben noch keinen Stun-Balken. Das ist hier nur am Anfang, ein bisschen mit dem Kampfsystem warm zu werden. Wir werden uns auch recht früh eine Fähigkeit kaufen, dass wenn wir einen guten Konter machen, wir die Wucht zurückschlagen können. Passt vom Sound her, Chat, wenn ich am Fighten bin, dass ihr mich trotzdem noch versteht. Passt, gut. So viele Gegner erledigt. 24 XP. 24 XP. Es gibt auch einen Bestiarium. Ne? Je mehr man eine Gegnerart trifft, desto mehr Information kriegt man dann immer. Und es gibt auch so Herausforderungen, wenn man von einer Gegnerart so und so viele erledigt, kriegt man immer extra XP. So, ich werde jetzt... lass mich kurz schauen. Ein bisschen will ich die Kamera erhöhen. Besser. Sehr gut. Okay. Noch ein bisschen gucken, ein bisschen looten. Zack. Was ist denn? Ticken zu schnell. Ich glaube, eins mache ich noch runter. Dann ist perfekt. Ich zock das Game gerade auf PC. Call me. Kannst gerne mal unterm Stream meinen Partner Instant Gaming abchecken. Über den Link supportest du mich und kannst das Game auch ein bisschen günstiger dir gönnen. Auch mal in die Luft schauen. Ah, guter Call. Ja, gerne auch immer sagen, lieber Chat, falls ich irgendwo was übersehe. Ne? Der alles sehende und alles wissende Twitch-Chat. Boost, Digga, 163, Hack Silber. So, hier haben wir so Rätselkisten. Da müssen wir immer die jeweiligen Runen dafür finden und zerstören. Jetzt am Anfang natürlich die Einsteigerkiste. Extrem leicht. Und da gibt's teilweise... Da sind die so crazy versteckt. Da habe ich dann auch mal die ein oder andere Minute gesessen und die Runen gesucht. So, was haben wir denn? Idun Apfel. Sie haben einen der drei Äpfel gesammelt, die zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit
sie benötigen. War ich bei der Götter. Man findet insgesamt 9 Äpfel in magischen verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Imagine, man spielt halt auf einer sehr hohen Schwierigkeit und lootet gar nicht richtig und hat einfach diesen mini kleinen Lebensbalken die ganze Zeit nur. Imagine. Ich kann auch nicht sprinten, by the way. So. Alter, wie scharf der Boden aussieht. Mach auf den Aal. Ich habe das Game schon mal gespielt, Chat. Ich habe es auch schon auf Platin. Das ist, by the way, mein zweitliebstes Game. Nur Witcher. Nur Witcher 3 ist über God of War. Der nächste Teil kommt in circa einem Monat. God of War Ragnarök wird es heißen. Vorsicht an der Kante, Junge. Ob man den Spielstand übertragen kann von PlayStation auf PC? Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte, die Liebe gilt immer COD. Ja, die Hassliebe vielleicht, Bruder. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. Nochmal für die Leute, die fragen, ich spiele auf 2K mit dem AMD Upscaling und Schärfefilter. Da habe ich einfach beste Frame. Was? Er braucht das. Ui, 800. Wir schon. Rich. Kann ich am Anfang schon den Talisman benutzen? Ne, unten links, das Grüne, habe ich schon. Ne, noch nicht. Weil ich glaube, der hat mir Leben gegeben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und wo gehen wir jetzt hin? Boah, vielleicht machen wir diesen einen Talisman-Chat, wo man die ganzen Teile zusammensetzen muss. Wisst ihr, wen ich meine? Wo man dann so übelst heftige Strahlen schießt, wenn man den zusammengesetzt hat. So ein richtig geisteskranker OP-Talisman. Ja, so mäßig Thanos Handschuh, genau. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Aber mit dem stärksten Talisman finde ich den, der einfach deine Runenabklingzeiten sofort resettet. Dadurch kannst du einfach richtig mit Fähigkeiten um dich schleudern. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Alter, Chat, ich komme nicht drauf klar. Wie gut das Spiel aussieht. Schaut mal bitte, wie detailliert das Fell allein aussieht und dann diese Axt auf seinem Rücken mit diesen Runen drauf. Und Chat, wir sind jetzt, ne? Schaut mal auf den Tacho, wir sind im Jahr 2022. Stellt euch mal vor, was in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren. Da werden wir sagen, Digga, das ist ja schlecht, die Grafik. In 10 Jahren, Mann, das wird wirklich Standard alles sein. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Ich liebe einfach Teil von diesem geilen Shit zu sein. Warum liebes jetzt? Gamer zu sein. Es war ihr Wunsch. Und
Es war an der Zeit. Verstehe. Gegner Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner Gesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert. Parieren auch so wichtig in dem Spiel. Wichtig und richtig. Da haben die ganzen Souls Runs was gebracht. Na, wenn die Gegner mit Terra kollidieren, macht denen das extra Schaden. Läuft doch ganz gut. Bin zufrieden. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Laut. So, jetzt frieren wir den ganzen Aal hier fest. Du hast es festgefroren. Sehr gut. ...623. Ich kann immer noch nicht sprinten, by the way. Jetzt rufen wir unsere Axt zurück. Toll. Perfekt. Zack. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Nein, hier gibt's immer noch was zu holen, Kollege Schnürschuh. Boy. Die Dinger, die erzählen ein bisschen Lore. Junge. Das sind Skell und Hutt, die Riesenwölfe. Platinrelevant. Wo kommen sie her? Die grünen Steine auf dem Boden sind Leben. Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Und ein bisschen EP. Ich glaube, wenn man so ein komplettes Set zusammen hat, gibt es nochmal Bonus-EP. Noch mal ein bisschen Hack. Silber. War unten noch ein Tor, was ich öffnen konnte? Chat? Oder hat er 5000er Ping? Wo denn unten? Hier? Das habe ich aufgemacht.
Das habe ich auch gelootet. Die Tür ist kaputt. Meint ihr die Tür? Da sind wir durchgekommen, oder? Oder sind wir da gekommen? Oh, ihr habt recht, oder? Alter, Chat! Ihr seid es! Ich hätte den Aal übersehen! Ja, der Wahnsinn! Der Wahnsinn seid ihr! Kuss! Danke. Aua. Na, zwei Hits, fast tot. Das Ding hat jetzt aber voll gehielt, auf Ehre. Achso, man kann ja auch rollen. Scheiße, Digga. Ich bin an die Steuerung gewöhnt. Den ersten Tod bekommen. Unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte. 400 EP. Allein dafür hat sich's gelohnt. Ja, Vater. So. Nice. Ja, die Tür hätte ich übersehen. War ja natürlich jetzt nicht so smart. Ah, wir haben ja noch einen Heal. Ne? Je grüner, glaube ich, die leuchten, desto mehr geben die auch. Full life. Nice. Ah, jetzt müssen wir wieder die Kette hochziehen. Da oben. Siehst du? Ich freue mich einfach für die Leute, die das Game noch nie gesehen haben und nie gespielt haben. Ihr wisst gar nicht, was gleich kommt. Ihr wisst gar nicht! Ihr wisst gar nicht! Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Ausatmen. Ich hab ihn. Gut. Er lebt noch. Ich werde immer mal die Cam ausmachen bei so einem Moment im Chat. Dein Messer. Damit wir die Atmosphäre auf uns wirken lassen können. Ein sehr atmosphärisches Nein. Game auch. Bring es selbst zu Ende. Zusammen, Chat. Nehmt meine Hände, ich trau mich nicht. Ich kann nicht. Möge er in Frieden ruhen. Kratos jetzt einfach noch zögert, seinem Sohn
Zuneigung zu zeigen. Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Atreus Pfeile. Drücke R2, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann R2, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Ne, Atreus wird auch später so unglaublich stark. Boah, der macht ja Damage. Jetzt kann ich auch endlich sprinten in der Fight. Oh, scheiße, Digga. Ich glaube, auf das Bein schießen tut ein bisschen mehr Damage machen oder schlagen, ne? Auf die Rune. Au! Immerhin zur Hälfte geschafft. Die Ladezeiten, würde ich sagen, sind auch gut. Sag mir, wann ich schießen soll. Jetzt. Könnte eigentlich den Fight auch so spielen, indem man ihm einfach nur mit der Axt die ganze Zeit abwirft, ne? Okay, das kann ich nicht blocken. Gib her den Heal. By the way, Chat, ne, kleiner Joke hier am Rande. Ich glaube, so ungefähr sieht das ein oder andere, die ein oder andere TikTokerin aus, wenn mal der Filter und die Schminke weg wären. Einfach ein Troll, das Katapulte nach Gondor zieht. Kappi, wappi, schnappi. Sagte ich, während ich vermöbelt werde. Tanky, der Bre. Bruder, ein Hieb tot. Das halt so safe spielen, Mann.
das ihm mehr Damage, wenn ich da reintreffe? Gefühlt treffe ich da gar nicht rein. Ja, ich war wohl immer auf dem Kopf. Das ist der hässlich. Na, ja, scheint ihm gar nicht zu gefallen. Der Kampf zieht sich ja auch schwer schon. Imagine auf God of War Schwierigkeit. Da hat er irgendwie dreifaches Leben noch. Die Pfeile wieder loswerden. Ich mache es hier. Den safen Boss. Kein Bock nochmal von vorne. Meine Güte. Dir hab ich gezeigt! Junge. Ich hab keine. Krass, wie viel Damage man reinbekommt, Mann. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch. Ich hab mich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Nicht so tolle Trolle. Tötungsauftrag. Na, die Trolle werden mal ab und zu noch zu Gesicht bekommen. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheitsanzeige. Angriff in schneller Folge fügen den Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie R3, um einen betäubten Gegner zu finishen.
Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er die Axt wirft oder verstaut. Hier gibt's Schläge auf den Streets. Schnell sich wieder hier abgeklingt. Die Schwierigkeit kickt hier gerade ein bisschen rein. Wenn man das richtig macht mit den Kombos im Fight, kann man Gegner sogar in der Luft halten mit den Pfeilen. Das ist aber natürlich jetzt nicht so geil, dass ich den einen Heal-Stein verbraucht habe, obwohl ich Full Life war. Und hinter diesen Kammern verbergen sich optionale Bosse. Sei still. Die wir erst deutlich später aufbekommen. Weil würden wir da jetzt schon rein spazieren können. Es wäre sehr wild. Herr Mods, wenn einer möchte, kann jemand mal in den Chat schreiben. God of War auf PC. Auch schwer. Damit behinderte Fragen vorher beantwortet werden. Wirklich dieses in die Luft schlagen, so wichtig. Was ist das denn? Na, das sind Eistypen. Da prallt meine Axt einfach ab. Die muss man immer mit der Faust machen. Boom, boom, boom. Tritt in der Hut. Boom. Das Einzige, was ich immer bei God of War zu bemangeln hätte, dass man halt dieselbe Gegnerart immer mit denselben Finishern erledigt. Eiskönig 2.0. Die hätten ein paar mehr Finisher reinmachen können, ne? Wenn das sogar ein Spiel wie Assassin's Creed Valhalla hinbekommt. Das hätte ich mir halt einfach gewünscht. Aber man hat es jetzt auch ohne überlebt, ne? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Mal kurz gucken, ob hier noch was rumliegt. Hier unten sind wir ja hoch. Oh. Ich glaube, hier war ein kleines Loading Gate. Kurz die Frames gedroppt. So, Chat. Wir machen jetzt hier ganz kurze Pinkelpause.